Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 20. April. Heute dabei Snapchat, Instagram, Wunderlist, Google, Spotify, Apple und der Earth Day. Fangen wir mit Snapchat an, beziehungsweise mit Snap, der Aktie, denn die ist ja im März an den Markt gegangen. Und jetzt hat der amerikanische Online-Broker TD Ameritrade reportet, dass sich gerade für diese Aktie viele junge Leute zum ersten Mal ein Depot eingerichtet haben. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich, denn nach der Analyse tendieren halt junge Leute gerade dazu, sich, wenn sie investieren, eher in Sachen zu investieren oder zu orientieren daran, das, was sie kennen. Und das ist halt unter anderem Social Media. Und Snapchat war halt ein Riesenthema und da sind dann halt viele junge Leute eingestiegen, egal ob das jetzt gut oder schlecht ist und ob sie da wissen, was sie tun. Es ist jedenfalls einfach ein Fakt und ganz interessant, wie ich finde. Die F8, die hatte ich ja gestern schon und ich habe ja gesagt, die wird uns durchaus noch begleiten. Heute neues Thema von der F8, Instagram. Instagram hat nämlich dort bekannt gegeben, dass sie nun fast alle Features auch im Offline-Modus entwickeln werden, beziehungsweise halt bestehende Features auch einen Offline-Modus bekommen werden. Das wird am Anfang auf Android sein, denn der Sinn ist natürlich eigentlich Länder zu bedienen, die schlechte oder gar keine Internetanbindung haben. Also keine wird es nicht geben, aber eine extrem schlechte, nahezu nicht vorhandene und dass die halt auch mit einer App wie Instagram entsprechend arbeiten können. iOS wird, wenn dann, wohl nachgezogen. Sie gucken sich das wohl noch an. Ich finde es ja durchaus auch für Deutschland gut, denn viele haben ja auch Probleme mit den Daten hier. Es gibt zwar Internet, aber die Daten sind dann irgendwann weg, weil die Tarife ja so teuer sind. Von daher nicht nur für dritte Weltländer ein interessantes Feature, der Offline-Modus bei Instagram, sondern auch vielleicht für andere Länder. Ja, eher eine vielleicht schlechte Nachricht, aber vielleicht eben nur, ist, dass Microsoft Wunderlist eventuell einstellen wird. Also vielleicht oder eventuell, denn es geht um die Microsoft To-Do-App. Die heißt ja auch nur To-Do und in dem Rahmen gab es eine Anfrage und da hat Microsoft gesagt, ja, sie gucken sich halt durchaus auch Wunderlist an und ermitteln halt, ja, wie der Bedarf ist für To-Do-Listen, wie die Nutzung ist und eventuell würde dann Wunderlist auch eingestellt. Naja. Ob es dann wirklich so passiert, sei noch mal dahingestellt. Vielleicht wird Wunderlist auch richtig integriert in Outlook. Da ist es ja als so eine Art Plugin schon integriert. Muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt. Ich persönlich finde Wunderlist eigentlich ganz schön, könnte aber auch ohne damit leben, denn am Ende des Tages ist es halt eine To-Do-List. Und da gibt es auch genug gute Alternativen, aber man hat sich halt an etwas gewöhnt, wie eventuell an Wunderlist. Google, die haben ja schon ein paar Versuche gemacht mit Social Networks. Zuletzt, Google Plus gibt es ja eigentlich immer noch, aber auch nur eigentlich, so viel passiert da ja nicht mehr. Da ist jetzt Google Hire aufgetaucht und das scheint die Antwort von Google auf LinkedIn zu sein, also ein soziales Netzwerk für Berufstätige oder für das Business-Umfeld, wie man so schön sagt. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt in den Startlöchern, wird aber getestet und eventuell wagt sich Google dann damit an den Markt. Und wenn wir schon bei Google sind, bleiben wir gleich mal dabei. Google Maps für iOS hat ein neues Feature bekommen und das heißt Your Timeline. Man findet das in der iOS-App auf der linken Seite, einfach im Menü und man hat dort einen Verlauf der Orte, die man besucht hat. Es erinnert mich jetzt ein bisschen schon in Richtung Foursquare/Swarm, wo ich persönlich halt meine Orte tracke, wo ich war und daraus entsprechend für mich Schlüsse ziehe. Zum Beispiel, ich mache auch die Reisekostenabrechnung mit Foursquare, indem ich von Foursquare meine Daten in einen Kalender einfach exportiere. Und ja, Google macht da jetzt auch mit. Die sind gefühlt echt aktiv in letzter Zeit mit Google Maps. Ich mache gefühlt auch weitaus mehr mit Google Maps. Und ja, spannend, was da so passiert. Probiert es mal aus und lasst uns auch mal vielleicht wissen, ob ihr die Funktion auch wirklich für nützlich findet und was ihr damit anstellt. Spotify, die bieten jetzt in Österreich und der Schweiz auch einen Studentenrabatt ein. Den gibt es in Deutschland wohl schon länger. Ich persönlich bin davon ja nicht betroffen, bin kein Student mehr. Aber ja, halber Preis, also 4,99 braucht man dann nur noch für Spotify Premium als Student zu bezahlen. Muss sich entsprechend registrieren und das nachweisen. Und das gibt es jetzt auch in Österreich und Schweiz. Schöne Nachricht für
die Studenten in den Ländern. Und wollte unbedingt auch mal eine Nachricht drin haben, die jetzt auch an die Kollegen geht, also Martin und Jan. Am 22. April, da steht der Earth Day an, also der weltweite Earth Day, wo es halt um die Welt geht, um die Natur und rettet die Welt. Also das meine ich jetzt durchaus positiv. Nicht, dass mir das jetzt nochmal untergejubelt wird als irgendwie, einfach mal so dahingesagt. Nein, das ist eine gute Sache. Und viele Unternehmen springen natürlich auch auf den Zug und unter anderem auch Apple. Am 22. April werden die Apple-Mitarbeiter in den Apple-Stores ein grünes T-Shirt tragen. Ja, tolle Sache, machen darauf aufmerksam. Und das Logo oben wird beim Apfel nicht der Stiel, sondern oben das Blättchen oder der Stiel, wie man es halt auch nennt beim Apfel. Ihr wisst, was ich meine. Der wird auch grün leuchten. Schöne Sache, wie gesagt, um darauf aufmerksam zu machen. Und zusätzlich gibt es dann für die Apple Watch auch noch spezielle Activity-Programme, auch wieder mit der Logik Apple Watch, Earth Day, rausgehen in die Natur, Tag der Erde und ja, mein Gott. Schöne Sache für die eine Apple Watch haben. Auf jeden Fall kann man mal machen. Und ja, das war es auch schon für den heutigen Geek Talk Daily. Und kleiner Nachtrag von mir, ihr habt vielleicht gemerkt, er war nicht um 4 Uhr bei euch im Podcatcher. Das liegt daran, dass ich ihn, erneute Premiere diese Woche, verschlafen habe. Wirklich. Ich war noch so auf US-Zeit geeicht und hatte meinen Kalender auch nicht umgestellt und habe ihn verschlafen. Das wird mir morgen nicht passieren, das kann ich euch garantieren. Und von daher, ich sag mal, habt einen schönen Start in den Tag und bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.